Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich war lang nicht mehr hier. Wir haben lang schon, ist es her, dass ich meine Reihe gemacht habe. Wer weiß noch, worüber es ging oder worum es ging damals. Oktober war das, glaube ich. Aha, da müssen wir nochmal nachhaken heute. Aber es ist nicht schlimm, das ist wirklich lange her und das waren auch nur zwei Themen. Ich brauche einmal meine. Ah, da haben wir es schon. Warum habt ihr nicht geguckt? Es ging um göttliche Prinzipien als Richtschnur unseres Handelns. Und heute kommen wir zum dritten und letzten Punkt in der Einleitung zu diesem Thema. Das ist der Grundsatz über Gottes Prinzipien. Und da den Grundsatz will ich heute den letzten Stein praktisch setzen. Und zum letzten Punkt kommen. Bevor wir anfangen, möchte ich bitte, dass wir einmal kurz noch aufstehen, ein bisschen Blut zirkulieren lassen und dann bete ich jetzt noch einmal. Ja, Vater, ich danke dir für diesen guten Morgen, dass du ihn geschaffen hast, dass ich heute hier stehen kann, dass du mir ja die Gedanken gegeben hast. Ja, ich bitte dich jetzt einfach, dass du durch mich sprichst, was du den Leuten sagen willst und dass du offene Herzen und offene Ohren schaffst. Amen. Wenn wir die Bibel betrachten, so wie Yannick das auch angestoßen hat heute morgens, wir müssen uns mit der Bibel auseinandersetzen. Und das ist so der Kernpunkt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und so ist es heute bei meinem Thema auch. Um das Thema heute zu verstehen richtig, müssen wir das verstanden haben, was davor war. Wir machen einen kleinen Rückblick. Es geht um Römer 12, Vers 2. Schon seit zwei Themen. Und wir gucken uns die letzten Punkte an, die wir hatten. Genau, das ist die Überschrift: Gottes Wille für mein Leben. Und wir hatten Römer 12, Vers 2, und den lesen wir jetzt einmal kurz. Den werden wir heute öfter lesen. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Diesen Vers können wir unterteilen in drei Abschnitte. Wir haben einmal das, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Dann haben wir, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir haben zu diesen drei Abschnitten, haben wir schon zwei Themen besprochen. Das erste war die Erkenntnis. Wir müssen erkennen, dass wir in dieser gefallenen Welt leben. Dass wir in Sünde leben. Und nach dieser Erkenntnis, dass wir nur von Gott Rettung bekommen können, dass wir nur aus Gott wie ein Bettler, da hatten wir den Vergleich von einem Kind, was nichts hat, was nur annehmen kann, wie ein Bettler, der nichts hat, der aus den Händen von anderen etwas annehmen muss. Und genauso sind wir. Wir müssen erkennen, dass wir nichts vor Gott haben, aus Matthäus 5. Wir müssen erkennen, dass wir geistig arm sind. Und dann, nach dieser Erkenntnis, dann haben wir die Bekehrung. Unsere Sinneswandlung. So werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist die Bekehrung. Das heißt, ich habe erkannt, dass ich auf dem falschen Weg war und gehe jetzt auf den richtigen Weg. Und Gott verändert dann meine Denkweise. Er verändert mein Leben. Der Mensch hat sich gegen Gottes Plan gestellt. Wir werden heute wieder anfangen, wie auch immer. Dann gehen wir von der Schöpfung und gehen einmal durch, wo wir dann bei unserem Thema landen. Der Mensch hat sich gegen Gott gestellt. Das war der Punkt, wo wir herkamen. Er wollte sein eigenes egoistisches Ding machen und diese Entscheidung hat ihn von Gott getrennt. Die Konsequenz ist jetzt, wir sind auf ewig verloren. Wir können nicht bei Gott sein. Wir müssen jetzt dahin, wo der Teufel hingeschickt wird, in den ewigen Feuersee. Dort, wo es Qualen gibt. Aber Gott lässt uns nicht alleine. Wir haben uns entschieden, auf diesen Weg zu gehen. Aber obwohl wir Gott betrogen haben, liebt er uns trotzdem. Er will uns wieder zurück. Er lässt uns nicht einfach so ins Verderben laufen. Er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt. Er durchlebt die Strafe für uns, die wir verdient haben. Jemand muss für diese Strafe, für jede Sünde, muss jemand leiden. Und Jesus hat dieses Leid auf sich genommen. Und wenn wir jetzt in Römer 12 sind, dann sind wir am Anfang im Römerbrief hier, wo Paulus vorher
den Grundstein gelegt hat, sein theologisches Fundament, wo er das Evangelium erklärt hat und begründet hat. Und jetzt kommen die Schlussfolgerungen, die wir haben. Und mit Versen 1 und 2 in Römer 12 legt er den Grundstein für diese Schlussfolgerungen. Jetzt sind wir am dritten Punkt angekommen, dieser Kette. Und das ist die Grundlage für Gottes Prinzipien. Das ist die Grundlage für die Ausführung von Gottes Prinzipien. Wenn wir Gottes Prinzipien verstehen wollen, dann müssen wir das verstanden haben. Der dritte Punkt. Jetzt heißt es weiter, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und die Überschrift über diese Predigt ist: Gottes Willen prüfen, Gottes Willen erkennen. Wir schauen uns diesen dritten Punkt mal aus dem Gesamtzusammenhang an, bevor wir in die Tiefe gehen. Man kann diesen Vers viel zu schnell durchlesen. Wenn man durch die Bibel geht, dann muss man verstehen, man muss Verse vergleichen, man muss den Vers, den wir haben, im Kontext sehen zum vorigen Vers, zu den Versen danach. Man muss in einem Vers, wie hier haben wir drei Kommas und das ist alles ein Satz, und dann muss man gegengleichen, was will jetzt der eine Teil des Verses in Bezug auf den anderen Teil des Verses, was möchte dieser Vers mir sagen? Wenn man das nicht macht, dann kann man zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Wenn man nur sagt, ja, ich nehme jetzt Römer 12, Teil B, also Römer 12, Vers 2, Teil B oder nur Teil C, nur dieses, das ihr prüfen möget, und ich lasse den Kontext aber aus, dann kann man zu einem falschen Schluss kommen. Dieser Vers ist eine Kette. Der dritte Punkt ist eine Folge oder eine Konsequenz, deswegen lesen wir das, dass ihr prüfen möget. Das ist eine Konsequenz aus dem, was davor gewesen ist. Das Wort prüfen bedeutet im Griechischen zustimmen oder gut heißen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dokimazo ist das griechische Wort und das bedeutet zustimmen. Ich habe das verglichen, weil wir müssen jetzt uns klar im Klaren sein, wir müssen Gottes Willen nicht prüfen auf gut oder richtig oder gut oder falsch, weil Gottes Wille ist schon absolut gut. Er ist absolut vollkommen. Was hat dann dieses Wort prüfen zu sagen? Ja, das Wort prüfen heißt einfach, wenn ich ich weiß jetzt nicht die Berufsbezeichnung, ich baue einen, Dennis, wie heißt das, die Teile anfertigen, Metallteile für eine Maschine zum Beispiel, was sind Zerspaner oder wie heißen die? Wenn die ein Werkstück bekommen, was schon auf der Maschine erprobt wurde und es ist schon absolut, es funktioniert, ich muss daran nichts machen, das ist aufs Müh genau, ist das genau gefräst, absolut, es funktioniert. Und dann bin ich der Zerspaner, der dann nochmal der das dann in die Hand nimmt, was mache ich dann? Prüfe ich das dann nochmal? Ja, ist das denn alles richtig? Nein, ich nehme es, ich prüfe es, ich stimme dem zu. Ja, es funktioniert. Und das ist so das Wort, was hier im Griechischen gebraucht wird. Ich stimme dem zu. Ich heiße das für gut. Das, was schon absolut gut ist. Ich nehme es einfach, prüfe es für mich, sage dem zu. Und aus dieser Erkenntnis, dass wir mit unserem Leben das Ziel verfehlt haben, bestätigen wir nun Gottes Willen als den richtigen. Wir haben erkannt, wir sind Sünder. Wir brauchen die Bekehrung. Und jetzt sagt dieser Teil des Verses, wir sagen dem zu, dass Gottes Wille für mein Leben, dass der Richtige ist. Aber um Gottes Willen zuzustimmen, müssen wir erstmal wissen, was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Das ist die Überschrift heute. Gottes Wille für den Menschen. Das ist, denke ich, so eine Kernfrage. Stellen sich so viele, denke ich, auch von außerhalb so, ja, oder auch wir Christen. Ich denke, das ist so eine Kernfrage. Ja, was ist Gottes Wille für mein persönliches Leben? Jetzt in meiner Situation, jetzt in dieser Entscheidung, in diesem Prinzip, was jetzt vor mir steht, in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe, überall. Ja, was ist jetzt Gottes Wille konkret? Wenn wir das verstehen wollen, denke ich, ist es doch ratsam, dass wir uns erstmal anschauen. Ja, was ist Gottes allgemeiner Wille für die Menschen? Und dazu gehen wir zum Anfang, ganz zum Anfang, als Gott die Erde erschaffen hat. Schlag bitte mit mir auf 1. Mose 1, ab Vers 25. Ich blende das auch ein. Als Gott die Erde erschaffen hat, dann war sie absolut gut. Und jetzt will Gott noch der Schöpfung einen draufsetzen und dann lesen wir. Ich lese 25 mit, das brauchen wir gleich auch.
Und Gott machte das Getier auf der Erde nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und jetzt müssen wir wirklich ins Detail gehen. Was sind hier für Wörter beschrieben für das, was Gott erschaffen hat? Im Gegensatz zu den Tieren, da lesen wir, oh, jetzt bin ich schon zu weit. Im Gegensatz zu den Tieren, da steht, Gott erschafft die Tiere nach ihrer Art. Also Gott sagt, das ist Vieh. Und das Vieh, das ist eine Kuh, das ist ein Schaf, das ist eine Ziege und das ist das Vieh. Das ist die Kategorie, kann man sagen. Und dann, okay, neue Kategorie, Vögel. Da habe ich einen Spatz, da habe ich einen Kolibri, da habe ich einen Papagei. Das ist die Kategorie. Und dann habe ich den Wurm, den Käfer, die Spinne, auch eine Kategorie. Aber jetzt zum Menschen. Macht er dann eine neue Kategorie auf? Nein. Und das ist so wunderbar. Er sagt, ich mache den Menschen jetzt nach meiner Kategorie. Also im Gegensatz zu den Tieren sind wir Menschen in Gottes Bild geschaffen. Nach Gottes Art kann man sagen, nach seinem Aussehen, ja, aber dann noch etwas. Gehen wir weiter, war jetzt schon gespoilert, ein Kapitel weiter in Vers 7, Kapitel 2, Vers 7. Und Jehova bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Wow, das hat er bei den Tieren nicht gemacht. Was macht Gott hier gerade? Er bildet uns aus Staub und Dreck. Die Tiere sind genauso aus den gleichen Bestandteilen, könnte man sagen. Aber dann macht er etwas Besonderes. Er gibt uns den Odem, oder den Atem, könnte man sagen, der uns dann eine Seele gibt. Also Gott gibt uns jetzt nicht nur sein Aussehen, sondern er gibt uns auch etwas von seiner Eigenschaft. Unser Bestandteil, der in uns drin ist, die Seele, ist nach göttlicher Art. Das müssen wir uns mal vorstellen, was in uns steckt. Das haben die Tiere nicht. Wir haben eine Seele. Eine lebendige Seele, lesen wir. Aber jetzt müsste man sich fragen, okay, warum erschafft Gott denn Menschen nach seinem Ebenbild? Hätte er nicht einfach sagen können, ja, ich erschaffe jetzt etwas, das sieht aber nicht so aus wie ich, aber das hat meine Seele. Warum soll es gerade so sein? Und da habe ich einen ganz interessanten Kommentar gelesen von einem Theologen aus den Niederlanden. Und da lesen wir einmal. Da, der zitiert, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, als Gottes Ebenbild, was wir gerade gelesen haben. Warum haben wir Bilder von Menschen, wenn es auf einem öffentlichen Platz in einer Stadt eine Statue eines berühmten Königs oder Soldaten oder Künstlers gibt, dann ist sie dazu da, um diese Person zu ehren. Wenn Gott beschließt, die Erde mit 7 Milliarden Bildern von sich selbst zu bevölkern, dann können wir vermuten, dass er sich damit ehren möchte. Wir springen rüber in Jesaja. Jesaja 43. Wollen wir diesem Punkt mal nachgehen? Der Mensch ist dafür da, um Gott zu verehren. In Jesaja 43 versichert Gott seinem Volk, dass er immer bei ihnen sein wird. Dass er sie schützend tragen wird, auch wenn sie davonlaufen, auch wenn sie verstreut werden. Er wird sie versammeln, er wird sie zu sich holen, weil sein Volk ist das Kostbarste, sagt er. Das Volk ist ihm kostbar. Und er wird, und da lesen wir in Jesaja 43, Vers 7, er wird einen jeden, der mit seinem Namen genannt ist, und der zu seiner Ehre geschaffen ist, den er gebildet hat, den er gemacht hat, zu sich zurückführen. Was? Die Leute, die mit seinem Namen genannt sind, ich zähle mich auch dazu. Wir zählen uns dazu. Also jetzt im Kontext hier ist Israel gemeint, aber im übertragenen Sinne können wir uns damit einschließen, als sein Volk, als die Kinder in seinem Reich. Wir sind bei seinem Namen genannt und er hat uns erschaffen, hier steht's, zu seiner Ehre. Er sagt, ich habe die Menschen erschaffen zu meiner Ehre. Er hat sie gebildet, er hat sie gemacht und er holt sie zu sich zurück. Hier offenbart Gott sein Ziel für den Menschen. Er will Gemeinschaft mit uns, aber damit er verehrt wird.
Das ist Gottes allgemeiner Wille, das ist Gottes Intention gewesen, warum er den Menschen erschaffen hat. Er erschafft uns nicht, weil wir so alleine sind. Das habe ich lange Zeit gedacht. Ja, Gott wollte einfach, der war da so alleine in seiner Ewigkeit, schon ewig gewesen. Und dann dachte der, ey, das ist doch langweilig, die ganze Zeit mit den gleichen Engeln. Ich will jetzt noch etwas haben, woran ich mich erfreuen kann, weil ich so alleine bin. Nein, das ist es nicht. Gott erschafft uns, weil er die Ehre will, weil er der Einzige ist, der die Ehre verdient. Gott will, dass wir Leben haben und das im Überfluss. Das hat er uns gegeben. Im Garten Eden, wir hatten alles. Wir brauchten nichts. Wir brauchten nicht hart arbeiten. Das ist alles so in uns reingewachsen, sag ich mal, von den Bäumen. Wir hatten das alles im Garten Eden, aber dann kam der egoistische Gedanke, den ich schon am Anfang erwähnt hatte. Wir wollten so sein wie Gott. Wir wollten uns auf eine Stufe mit ihm stellen. Uns war es nicht genug, dass wir alles hatten, dass wir Gottes Anwesenheit hatten, sondern nein, wir wollten noch mehr. Wir hatten dieses absolut heilige Umfeld, wo es keine Sünde gab, aber wir haben gesündigt und konnten nun nicht mehr in diesem Umfeld sein. Wir wollten uns gegen Gott stellen. Und Gott hätte uns jetzt so laufen lassen können, okay, dieser Versuch, der war es nicht, das mache ich nie wieder. Nein, er lässt uns nicht alleine. Und dann lesen wir in Johannes 10, Vers 10, dann hat nämlich Gott diesen Weg wieder frei gemacht, er hat seinen Sohn auf die Welt gesandt und dann lesen wir, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus ist gekommen, um uns das Leben, was wir einst verloren haben, wieder zurückzugeben. Und hier sind wir wieder bei der Bekehrung. Deswegen ist das so eng miteinander verknüpft. Um in diesen Rückführungszug zu Gott wieder einzusteigen, müssen wir uns bekehren. Wir müssen in diesen Zug einsteigen. Und da lesen wir in Kolosser 3, Verse 9 bis 10, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Irgendwo erkennen wir das, diese Erneuerung, diese Sinneswandlung. Mit der Bekehrung, jetzt steht das nämlich hier, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. Ey, Schöpfung, das ist irgendwie Schöpfungsschrift. Mit der Bekehrung werden wir wieder in dieses Ebenbild reingestellt, was wir verloren haben. Gott hat uns erschaffen in seinem Ebenbild. Und wir haben aber etwa die Sünde dazugenommen, die nicht in Gottes Ebenbild ist. Und durch die Bekehrung werden wir wieder in diesen Zustand reingeboren. Und dafür brauchen wir Jesus in unserem Leben. Das ist der Punkt. Dafür brauchen wir Jesus. Und dann können wir lesen, 2. Korinther 5, Vers 17, ich sage das so grob, nur wenn wir in Jesus sind, werden wir zu einer neuen Schöpfung gemacht. Wenn wir das Alte ablegen, eine neue Schöpfung, das ist es. Und jetzt habe ich mir gedacht, da könnte man jetzt kommen und sagen, Marc, du redest über diesen Vers immer nur dasselbe. Das ist immer nur die gleiche leichte Kost. Schon seit 3 Predigten ist es immer das Gleiche. Es ist irgendwie Babynahrung für mich. Das kenne ich doch schon alles. Ja, die Botschaft von Römer 12, Vers 2 ist einfach ausgesprochen das Evangelium. Auf den Punkt gebracht geht es darum, Gottes Willen zu verstehen. Wenn ich Gottes Wille verstehe, dann verstehe ich, dass ich ein Sünder bin und dass ich in diesen Zustand wieder zurück muss. Aber ich denke, auf diesem Punkt, dass wir Gottes Willen verstehen, steht alles. Alles, alles, alles. Jeder Punkt, jede harte Kost, die wir haben, geht auf diesen Punkt zurück, auf Gottes Willen. Damit hat alles begonnen, mit Gottes Willen, mit seinem Entschluss, einen Menschen zu erschaffen, mit seiner Seele, mit seinem Aussehen. Und auf diesen Punkt geht alles wieder zurück. Wenn wir in Offenbarung lesen, wird es genauso sein. Wir werden im Himmel sein und Gott anbeten und Gott die Ehre geben, in Ewigkeit. Da fängt alles an, da wird alles hingehen. Auf diesem Punkt stehen alle Prinzipien, alle Themen in unserem Leben. Und am Ende sollen wir alles prüfen in unserem Leben, ob es mit Gottes Willen übereinstimmt, seine Ehre. Diese Botschaft, finde ich, ist ganz einfach formuliert, aber sie ist schwer zu verstehen.
Für einen Menschen, der davon nichts gehört hat, ist es, denke ich, das härteste Schwarzbrot, was der schlucken muss. Aber für einen Christen, der das verstanden hat, ist das die Nahrung, die er jeden Tag braucht. Jeden Tag müssen wir uns aufs Neue bewusst werden, Gottes Wille. Das Problem ist jetzt aber, jetzt kommen wir zum Problem. Ich werde jetzt in Folge, immer wenn ich sage, wenn man lesen würde, Gottes Wille, werde ich mit Gottes Verehrung ausdrücken, weil Gottes Wille ist Gottes Verehrung. Das Problem mit diesem Thema, was es gibt, ist, dass wir suchen in unserem privaten Leben, wo kann ich Gottes Willen in meinem Willen unterbringen? Welche Rolle spielt Gottes Willen in meinem Leben? Obwohl, paradoxerweise, verkehrterweise, ist er es doch, der uns erschaffen hat für diesen einen Zweck. Wir haben nur einen einzigen Sinn, könnte man sagen, und das ist das Leben in Gott. Unser Leben hat nur ein Ziel und alles andere ist unvollkommen. Ich habe das verglichen, wenn ich mir ein Auto kaufe. Dann ist dieser Sinn für dieses Auto, dass es mich von A nach B bringt. Auch wie da, wo ich vielleicht meine Fracht jetzt nicht ganz einfach durchschieben kann, da brauche ich vielleicht so ein Auto. Ausgenommen, wie schön dieses Auto ist, es könnte jedes andere Auto sein, es bringt mich von A nach B. Ich wäre kein guter Autoverkäufer. Ich brauche nur ein Auto, was mich von A nach B bringt. Und dieses Auto erfüllt nur seinen Zweck, wenn es mich bewegt. Ne? Es gibt auch das hier, ich kann ein Auto ins Museum stellen, da sieht es sicherlich auch ganz, ganz, ganz schön aus. Aber am Ende ist das da nicht die Bestimmung für ein Auto. Ein Mensch kann ein richtig gutes Leben haben, kann wirklich fleißig sein, kann gut aussehen, kann sozial arrangiert sein, hat immer seinen Nächsten vielleicht im Blick, dem ist das Geld, wenn ich das mal jemand anderem geben müsste, ist kein Problem, der hilft den Menschen, wo er kann. Er positioniert sich vielleicht sogar als Christ, als gläubig, ist irgendwo tätig in einem Verein oder in der Kirche oder in der Gemeinde. Und von außen ist das ein gutes Vorbild, von außen sieht das richtig schön aus. Aber eine Sache fehlt vielleicht in seinem Leben und das ist der Zweck, der ist nicht erfüllt. Dieser Mensch gibt Gott nicht die Ehre mit seinem Leben. Und damit ist der ganze Zweck verfehlt. Ein Auto in der Ausstellung, was sehr viel Leidenschaft ausstrahlt, was viel Leistung hat, aber seinen Sinn nicht erfüllt, was bringt es mir? Wenn es nicht unser Ziel ist, zu Gott zurückzugehen, in seine Gemeinschaft und in seine Verherrlichung, dann haben wir das Ziel mit unserem Leben verfehlt. Und wir stehen mit unserem Leben, was mit lauter Dingen und Taten erfüllt ist, die gegen Gottes Willen sind, und am Ende unseres Lebens stehen wir da und es hat nichts gebracht. Wir haben ein super Leben gehabt, wo wir so viel eingesetzt haben vielleicht, aber am Ende war es nicht zu Gottes Verehrung und dann bringt es uns nichts. Gott kann sowas nicht gebrauchen. Schlimmer sogar. Selbst wenn wir denken, wir haben das moralisch beste Leben geführt, aber wir haben es nicht verstanden, dass wir Jesus brauchen, dass wir wieder zu Gott müssen, dann ist es sogar noch viel schlimmer, dann können wir nicht mal mit ihm Gemeinschaft haben. Ich habe es dann nicht verstanden, diese Botschaft, was ist Gottes Wille für mein Leben? Jetzt könnte man wiederum sagen, okay, jetzt haben wir das Problem besprochen und ich sitze da jetzt so, ja, das ist das Problem von dem, der das nicht verstanden hat. Ich habe das verstanden. Ich bin ja Christ. Ich habe das verstanden, ich habe mich bekehrt, ich habe erkannt und das habe ich doch alles gemacht. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe Jesus angenommen, ich habe verstanden, dass ich nur durch ihn leben kann. Und jetzt könnte man sagen, Römer 12, Vers 2, das ist für die, auf die bezogen, die jung im Glauben sind, die vielleicht kurz vor oder kurz nach der Bekehrung stehen. Ja, die brauchen das. Die brauchen die Erkenntnis, die brauchen die Bekehrung und mit der Bekehrung dann verstehen die auch, was Gottes Urgedanke für den Menschen ist. Aber jetzt will ich das widerlegen. Jetzt gehen wir in eine andere Stelle nach Epheser. Epheser 5 könnt ihr aufschlagen. Die Aufforderung begegnet uns da ein bisschen ausgespreizter als in Römer 12, Vers 2, finden wir das auch hier. Und genauso in Epheser ist es genau das Gleiche. Hier wird wieder der Grundsatz gelegt mit Gottes Willen und dann folgen, genau wie in Römer 12, wenn ihr weiterlest, so viel steht da geschrieben, praktische Anweisungen. Und das Gleiche in Epheser 5,
die ab dem Punkt, nach dem Punkt, wo wir gleich lesen, kommen nur praktische Anweisungen. Und das steht wieder am Anfang. Lesen wir rein. Epheser 5, Verse 8 bis 17. Wir gehen Vers für Vers durch. Ich werde da dann zwischendurch was sagen. Denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Ich schalte mal weiter. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht, der Ertrag des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Hier geht es jetzt um Christen, die erleuchtet sind. Die waren in der Finsternis, jetzt sind sie im Licht. Jetzt sind sie bestimmt vom Guten. Ihr Leben ist gekennzeichnet vom Licht, das heißt, das Böse soll keinen Platz mehr haben. Sie trachten nach Gottes Gerechtigkeit und sie tragen die Wahrheit des Wortes Gottes in sich. Und dann jetzt kommt's. Vers 9 ist bei mir ein Einschub, wir lesen nochmal Vers 8. Denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt aber seid ihr im Licht des Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Hier steht das gleiche Wort, Leute. Hier steht das gleiche Wort wie in Römer 12, Vers 2. Dokimazo. Zustimmen. Wenn wir nochmal lesen, denn einst wart ihr in Finsternis, jetzt seid ihr aber im Licht, in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, zustimmend, was dem Herrn wohlgefällig ist. Also unser Leben im Licht ist dem Herrn wohlgefällig, soll dem Herrn wohlgefällig sein. Wir stimmen dem Willen Gottes zu in unserem Leben, indem wir unser Leben verändert haben, indem wir jetzt im Licht sind. Im Gegensatz dazu steht jetzt aber wiederum, Vers 11, und habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber strafet sie auch. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen. Nach der Bekehrung sollen wir den alten Menschen zurücklassen. Sünde nicht mehr tun, das ist eine riesen Aufforderung, aber auch konkret Sünde verabscheuen, sie beim Namen nennen, ne, das strafet die Sünde, heißt, wenn Sünde geschieht, sollen wir das für uns verurteilen. Und dann Vers 13, alles aber, was bloßgestellt wird, also die Finsternis, die jetzt durch das Licht erfüllt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht, denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. In der Jugend gehen wir gerade durch, haben wir jetzt angefangen, ich war Freitag leider nicht da, aber als ich die Einführung gemacht habe in den ersten Johannesbrief, da fängt es schon so an, Licht und Finsternis. Und die Eigenschaft von Finsternis ist, dass sie nichts ist, Licht ist etwas. Finsternis ist einfach nur die Abwesenheit von Licht. Das heißt, überall wo Licht ist, ist auch automatisch keine Finsternis, das ist ein Naturgesetz. Und genau das, dieses Naturgesetz, was für uns klar ist, nimmt Gott jetzt und sagt, so ist das mit seiner Herrlichkeit. Wenn die da ist, muss Finsternis weichen, automatisch. Und wo Finsternis trotzdem bestehen bleibt, da wird Gott nicht hingehen. Und dann lesen wir Vers 14 weiter. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also wir sollen weise sein. Wie? Denn die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Hier geht's wieder. Der Wille des Herrn. Wir sollen wissen, wir sollen verständig sein, was der Wille des Herrn ist. Und jetzt, wenn wir weiterlesen, kommen wir wieder zu praktischen Anweisungen. Und jetzt wollen wir gehen, uns nochmal den Willen des Herrn anschauen. Also wir wissen jetzt, auch wir Christen sind davon betroffen, auch wir Christen sollen verständig sein, was der Wille des Herrn ist. Ich denke, das haben viele nicht verstanden. Das ist ganz klar Bekehrung. Ich brauche Erkenntnis, ich brauche Bekehrung, aber was dann? Was danach? Wie sieht mein Leben jetzt aus? Gottes Wille für unser Leben, das muss bei uns Nummer eins sein. Dass wir uns das die ganze Zeit auf den Schirm schreiben. Wir haben in Römer 12, Vers 2 jetzt Eigenschaften beschrieben, wie Gottes Wille ist. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer ansehen. Gehen wir nochmal zurück. Dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die drei Punkte haben wir hier. Gut, Gottes Wille ist gut, er ist ihm wohlgefällig und er ist vollkommen. Gehen wir Schritt für Schritt durch. Der erste Punkt, ein Leben für Gott ist vom Guten bestimmt. Ein Leben in Heiligkeit.
Wir wissen, absolut gut ist nur Gott allein. Auch ich als Christ bin immer noch unter der Versuchung, unter den Einflüssen der Sünde. Ja, ich sündige, aber das Licht, was in mir wohnt, das, der Heilige Geist, der zeigt mir das sofort auf. Ich bin froh, dass ich ein Gewissen habe, was auch manchmal viel zu stark ist und was mir diese Sachen offenbart, was mir die Sachen zeigt. Ein Christ, der seine Entscheidungen in seinem Leben hinterfragt, bekommt durch den Heiligen Geist diese Weisungen in seiner Entscheidung. Die Voraussetzung ist aber, dass ich ein offenes Herz habe für Gott und das jeden Tag aufs Neue. Wie schnell passiert das, denke ich auch gerade als Christ, dass man sich mit seinem Herzen, dass sein Herz verhärtet wird. Dass man sich einen Gedanken vielleicht einpflanzt, der vollkommen, wenn wir uns dann wieder vergleichen, ist das Gottes Wille. Und wir sehen ganz klar, ey, das ist was ganz Egoistisches, was ich gerade mache. Aber ich begründe das, ich baue das irgendwie auf mit so Gedankenkonstruktionen. Ja doch, da im tieferen Sinne ist das doch irgendwann mal, kann man das ja auch für Gottes Willen gebrauchen. Und fahren diese Gedanken dann fest. Und dann bringt das nichts mehr. Dann sind wir hart in dieser Sache und dann kann dieses Licht, das, wenn wir uns vor Gott versperren, dann versperren wir uns vor Gott. Und das darf halt eben nicht sein. Gottes Licht ist heilig. Gottes Leben ist heilig. Und wenn Gottes Wille in unserem Herzen wohnen will, dann wohnt Gottes Heiligkeit in uns. Und dann müssen wir auch weich sein für seinen Geist, der in uns kommt. Der nächste Punkt: Das Leben eines Menschen, der Gott verherrlicht, gefällt Gott. Wir sehen der wohlgefällige Wille Gottes. Und jetzt wird's, das war der härteste Punkt für mich, muss ich ehrlich sagen. Wenn Gott auf mein Leben jetzt schaut und er sagt später, ja Marc, alles, wirklich alles in deinem Leben, auf das schaue ich am Ende meines Lebens, schaut er dann auf und er sagt, ey, das macht mich alles glücklich. Ich bin von A bis Z, bin ich glücklich darüber. Ihr Lieben, wie oft sehe ich mich darin, dass ich euch äußerlich bringe ich Gott etwas, aber mein Opfer, das schaut Gott gar nicht an. Das ist bei ihm gar nicht existent. Man hat Bereiche in seinem Leben wie Geld, Besitz, alles, was wir uns in unserem Leben aufbauen, auf das Gott nicht schaut. Es ist Gott nicht wohlgefällig, wenn wir es nicht für ihn tun. Und das fand ich, das war für mich einfach, wo ich mir dachte, was wird Gott später sagen über mein Leben? Auf was wird er schauen? Auf mein Geld, auf meinen Besitz, auf alles, was ich habe, auf meine Ehe? Und wird dann sagen, ja, das hat mich froh gemacht. Ein Leben, was vom Licht bestimmt ist, gefällt Gott. Ja, seht es so, du kannst Gott glücklich machen. Das ist wunderschön. Wenn hier steht, das ist der Wille Gottes, ist Gott wohlgefällig, dann heißt das, ihm gefällt das. Wenn du für ihn lebst, dann freut sich Gott darüber. Und deine Familie, dein Geld, deine Zeit, deine Arbeitskraft, einfach alles, würdest du Gott fragen, ey, ist das nicht ein bisschen viel, dass ich dir das alles geben muss? Du verlangst doch so viel. Alles willst du haben. Das würde niemals jemand fragen. Diese Frage die könnten wir wahrscheinlich gar nicht mal stellen, weil das würde gar nicht in uns sein. Diese Frage kommt gar nicht in uns auf, dass wir sagen, Gott, ist das nicht zu viel, wenn ich dir alles geben muss? Ich denke, die Frage können wir gar nicht stellen. Aber nehmen wir an, Gott würde auf diese Frage antworten, wenn wir sie stellen. Dann würde er darauf verweisen, dass wir seine Geschöpfe sind. Und dass unsere Existenz für seine Gegenwart und für ihn bestimmt ist. Wir Menschen, wir haben in keinster Weise irgendein Recht, irgendwas für uns zu sagen, ey, kann doch für mich sein. Gar nicht. Erstens nicht, weil Gott uns erschaffen hat, aber noch viel mehr, zweitens, weil wir da rausgegangen sind und Gott hat uns dann nochmal gekauft und hat praktisch für uns bezahlt, dass wir jetzt in seine Gerechtigkeit kommen können. Also wir gehören Gott. Wenn wir sagen, wir bekehren uns zu ihm, dann sagen wir Gott, wir stellen uns unter dich. Du hast uns erkauft. Wir wären ohne dich verloren gegangen und du hast uns zurückgekauft. Der dritte Punkt: Gottes Willen ausführen, die Frucht daraus ist vollkommen. Wir lesen, dass ihr prüfen möget, was der vollkommene Wille Gottes ist.
Hier wird uns noch einmal bestätigt, dass Gottes Wille, der vollkommen, der völlige, der einzige, das Endziel, also es ist wieder so ein Adjektiv auf der letzten Stufe, vollkommen, absolut. Gottes Wille ist absolut für uns, also unser absoluter Wille oder unsere absolute Existenz ist nur für Gott da. Das ist vollkommen. Alles andere ist nicht vollkommen. Das heißt, wenn wir für uns leben, dann ist das nicht in Gottes Interesse, weil Gott vollkommen ist. Gottes Verherrlichung soll vollkommen sein, können wir auch daraus sehen. Also wenn wir in unserem Leben etwas tun, dann soll unser ganzes Leben, alles was wir tun, soll für seine Ehre sein. Alles soll Gott verherrlichen. Dann ist die Frage an uns, nutzen wir auch alles, um ihn zu verherrlichen? Wir dürfen auch wissen, wenn wir Gottes Willen tun, dann sammeln wir uns Schätze, da haben wir schon mal drüber geredet. Und über den Schatz ist genau das gesagt. Ein Schatz, den wir also das, was wir für Gott investieren, das wird auch vollkommen sein. Das werden weder Motten noch Rost werden das auffressen. Das wird ewigen Bestand haben. Und genau solche Werke, auf die schaut Gott. Auf diese Verherrlichung schaut er. Diese Verherrlichung gefällt ihm. Nur diese Verherrlichung. Und ein großes Beispiel für die Verherrlichung Gottes ist die Gemeinde. Wenn wir schauen, Römer 12 weiterlesen, Römer 5 weiterlesen, viele Aspekte, viele Prinzipien, die da genannt werden, finden in der Gemeinde statt. Und in der Gemeinde gibt es so viele Möglichkeiten, ihn zu verherrlichen. Durch Gesang, das ist das Allereinfachste, wo wir Gott direkt verherrlichen, aber auch in unserem Tun. Und dann bekommen wir, denke ich, eine ganz andere Einstellung dafür. Wenn wir sehen, ey, das tue ich gerade für Gott. Das ist meine Bestimmung, ich tue das für ihn. Er freut sich daran. Ich hoffe, ihr könntet heute erkennen, was der Wille Gottes ist. Und ich denke, das habe ich für mich gesagt, Gottes Wille ist radikal für mein Leben. Also vollständig, vollkommen, absolut. Er fordert alles von meinem Leben. Aber Gottes Wille ist auch absolut gebend. Er fordert alles von mir, aber er gibt mir auch alles. Er hat uns alles gegeben, wenn wir damals schauen, und er wird uns alles geben, wenn wir wieder in seiner Gemeinschaft sind. Dann brauchen wir uns um nichts sorgen. Dann ist die Sünde weg, dann ist alles heilig. Und unser einziger Zweck, wir beten Gott an. Und für mich war es hart, mein Leben auf den Prüfstand des Willen Gottes zu stellen. Weil er mein ganzes Leben durchleuchtet. Wenn Gott mit der Taschenlampe auf unser Leben leuchtet, dann wird alles offenbar. Es zeigt sich alles. Und ihr Lieben, wenn wir Gottes Willen suchen, dann tun wir das, weil wir seine Kinder werden möchten. Wenn wir seine Kinder sind, dann suchen wir danach, was ist Gottes Wille in meinem Leben. Kann Gott auf mein Leben schauen und sagen, ja, dein Leben, das war davon gekennzeichnet, das war davon gebrandmarkt, dein ganzes Leben, dass du es ins Licht stellst, dass du es für mich gegeben hast, weil sein Sohn sein Leben für uns gegeben hat. Ich denke, wir können dafür einfach beten, in diesem Prozess der Heiligung, das ist nicht von heute auf morgen, wenn wir sagen, oh, wir sind jetzt bekehrt, wir haben das erkannt und jetzt sehe ich den Willen Gottes und jetzt heißt das automatisch, jetzt ist das so, jetzt ist mein ganzes Leben Gott wohlgefällig. Nein, jetzt Stück für Stück zeigt er uns alles auf und Stück für Stück durch die Erfahrung in den Prinzipien. Ich weiß jetzt nicht, wie wir weitermachen werden nach diesem Grundsatz. Vielleicht schauen wir uns Prinzipien an, vielleicht schauen wir uns einen anderen Grundsatz an über ein anderes Thema, aber in allen Themen, in allen Prinzipien muss das unsere erste Frage sein. Und dann können wir mit Gottes Willen unser Leben prüfen. Und Gott wird uns dabei helfen, das ist ja das Schöne. Wir brauchen das nicht alleine irgendwie, Gott ist an unserer Seite. Ich werde jetzt abschließen mit 1. Johannes 5, Vers 1 bis 5. Das soll noch ein bisschen ermunternd sein. Ich weiß, wenn ich predige, das kratzt, denke ich, sehr viel an der Komfortzone. Aber ich denke, wenn wir diese Verse jetzt lesen und verstanden haben, dass Gottes Wille ist, dass wir ihn mit unserem Leben verherrlichen, dann lesen wir jetzt einfach mal, dann wird uns das klar. Wir lesen 1. Johannes 5, die Verse 1 bis 5. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also die aus Jesus geboren sind, wir lieben uns. Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten.
Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Was? Ich finde, Gottes Gebote sind sehr schwer umzusetzen. Aber jetzt mit Gottes Liebe. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unserer Glaube. Wir müssen glauben. Wir müssen glauben. Wir müssen darauf hoffen, dass Gott uns hilft. Denn er tut es. Er wird es tun. Wenn wir aus ihm geboren sind, dann werden wir auch die Welt überwinden. Dann werden wir diese Sinneswandlung in unserem Kopf, die wird stattfinden. Und wenn wir Gottes Willen dann als unseren Leitsatz nehmen, dann wird Gott uns auch da durchführen. Und jetzt die Frage. Noch Vers 5. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Das ist der Punkt. Mit Jesus. Wir müssen Jesus annehmen. Und mit Gottes Hilfe schaffen wir dann jede Situation. Jede Situation. Wir haben am Anfang gesagt, ja, das ist doch unsere Kernfrage. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Jetzt in meine Situation. Ich kann dir sagen, wenn du dir Gottes Willen anschaust und dir vornimmst, ja, ich will das jetzt so machen, dass Gott sich darüber freuen kann. Und wir mit dieser Einstellung drangehen, dann wird Gott uns auch helfen, dass wir das schaffen. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dass er die Schuld getragen hat? Dann hast du jetzt die Möglichkeit, in seine Gemeinschaft reinzukommen. In dieses Verhältnis wieder einzutreten. Nimm dieses Angebot an und glaub, dann wirst du errettet werden. So lesen wir es. Die Welt, die in dir noch lebt, die sündige Natur, die können wir mit Gottes Hilfe überwinden. Mit seiner Hilfe, das ist der Punkt. Und es ist nicht schwer, wenn du Gott verherrlichen willst, mit allem, was du tust, dann wird dir Gott die Kraft dazu geben. Das fand ich so wichtig für mich. Alles, was wir tun müssen, ist Gottes Willen, in meinem Leben zuzustimmen. Prüfet. Prüfet. Stimmt dem zu. Stimmt Gottes Willen zu. Ich werde jetzt noch beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben dazu. Und dann bin ich fertig. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass du uns erkauft hast, dass du einen Plan hast mit uns, dass wir einfach ja, durch deine Gnade gerettet sind. Vater, du hast das möglich gemacht und alles, was wir tun können, ist dich zu anbeten dafür. Du hast das getan, du hättest es nicht tun müssen, du hast uns gekauft, du hast uns errettet. Und Vater, ich bitte dich einfach, dass du in meinem Leben, dass du mir Erkenntnis schenkst, dass du mir die Dinge aufzeigst, alle Dinge, die mir begegnen werden noch im Leben, dass ich das mit deiner Kraft machen kann, dass du mir einfach zeigst, was dein Wille ist, dass ich alles einfach prüfe mit dem Gedanken, dass, wie du es findest, was du dazu sagen würdest, Vater. Ich bitte dich das auch für die anderen hier, dass du einfach bei jedem diesen Grundsatz einfach festmachst, dass unser ganzes Leben, dass es dir gehört und dass wir alles in deinem Namen und für dich machen wollen. Amen. Ja, Marc, vielen lieben Dank dir. Damit sind wir dann auch schon zum Ende unseres Gottesdienstes gekommen. Wir haben vor der Tür, also vor der Tür ist übertrieben, bei Hartmut in der Ecke eine Milchkanne stehen unter dem Spendenkasten. Der Hartmut wird damit gleich rumgehen. War Spaß. genau. Und zwar machen wir eine Kleingeldspende. Das wurde ja auch in die Gruppe geschrieben. Der Klingelbeutel geht heute nicht rum. Ihr könnt einfach euer Kleingeld da reinschmeißen. Bitte so viel, dass Hartmut die am Ende nicht mehr tragen kann. genau. Also fühlt euch frei, Hartmut zu belasten. ansonsten haben wir nächste Woche Sonntag wieder Gottesdienst um 10 Uhr. Hauskreise wie immer. Jugend- und Teenie-Gruppen wie immer. Chor findet gleich auch statt. Wolltest du das auch sagen, Sarah? Ich verstehe dich hier nicht. Ja. genau. Ja, das war es dann auch an Ansagen. Ich würde sagen, zum letzten Lied, Keiner ist wie du, können wir nochmal aufstehen und dann seid ihr entlassen.